am Roseneck, Herforder Straße. Also hier vorne, hinter uns. Hinter uns, genau. Ist also praktisch ein Großteil der Altbebauung vom Roseneck in Richtung der heutigen Kreuzung Fallhofer Straße entfernt worden. Welche Gebäude sind denn abgerissen worden? Abgerissen worden sind vom heutigen von der heutigen Weinhandlung Schmidt bis in die Fallhofer Straße, also der gesamte Bereich zwischen Lange Straße und Forellenbach. Und ich hatte damals eine ziemlich kritische Einstellung gegenüber diesem Konzept der Jugendmusikschulen und sagte, wir könnten doch was Besseres machen, wir machen eine Jugendkunstschule. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann haben wir einen Verein gegründet und auch, und das liegt parallel zum autonomen Jugendzentrum. Und Kaiser, Bürgermeister, kam zu mir und sagte, ja, das ist was Anständiges. Dieses Haus übrigens stand zum Abriss. Und der Abriss war schon bezahlt aus Landesmitteln und eine Zweckänderungsbeantragung war damals gar nicht mehr möglich. Es war unheimlich kompliziert, dieses Ding aus der Abrissschiene wieder rauszuholen und wir tagten da gemeinsam und haben dann also gemeinsam hier angefangen, wir mit der Jugendkunstschule da oben uns einzurichten. Viele musikbegeisterte Leute aus dem ganzen Kreis Herford unterstützten die Flotor und planten 1974, 1975 intensiv mit. Dann wurde die Idee immer weiter gesponnen und es beteiligten sich immer mehr Leute dran. Ursprünglich waren es nur Leute aus Floto, die diese Idee hatten. Und dann kam man in Kontakt mit Leuten wie Günter Schäding, mit den Embryos. Günter Schäding war damals beim WDR beschäftigt und hatte dann internationale Kontakte. Und so kam man eben auch zu damals sehr bekannten Bands, wie eben zum Beispiel Embryo, die sofort Ja sagten, Mrs. Beasley, die sich sofort bereit erklärten, mitzumachen. Alles begann 1967, da sind vier junge Männer, 15-Jährige aus Floto zusammengekommen, haben eine Band gegründet, haben erst zu Hause irgendwo geprobt, das hat dann aber riesigen Ärger mit den Eltern gegeben und 1968 sind wir dann hier in dieses Gebäude und haben das ein bisschen ausgebaut und haben hier geprobt. Und dann kam irgendwie wurde eine Umbesetzung, dann kam Hansi Mähnen dazu, mit dem wir auch ganz viele Jahre gemacht haben. Aber mit Hans immer, also Hans und meine Wenigkeit, wir haben immer dann zusammen gespielt die ganze Zeit.